Jasmin! Ja. Jasmin! Bitte. Warte auf mich! Also warte doch. Hast du dir den Müll angeguckt, Jasmin? Ja. Ja, der ist nämlich leer. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. So, wir wollen ja heute wieder ins Brandgehege. Denn Ingeborg findet das Brandgehege total mystisch. Sie sagt, das erinnert sie an ihr erstes Mal. Was? Hallo? Hi! Was? Bist du doof? Hä? Wieso? Was denn? Ich hab immer noch Hunger. Und Durst. Und Hunger. Ich sterbe bestimmt unterwegs. Das wäre so typisch ich. Ja, toll. Kann ich wieder alles alleine machen? Ich glaube, da musst du wieder alles alleine machen. Ja, ist ja nichts Neues. Aber das bist du ja gewohnt. Hier ist ein unberührtes Vogelnest. Wo denn? Hab ich schon berührt. wo bist du denn? Hier unten in der Senke. Ich nehme hier noch trockenes Gestrüpp mit. So kleine Zweige und Äste. Leerer Müll. Den hat euch doch bestimmt Ingeborg schon wieder gekrallt. Aber das Nest einen Meter daneben, das hat sie wieder vergessen. Ingeborg. Du willst doch jetzt nicht sagen, dass das Huhn ein neues Ei gelegt hat. Ein Huhn! Wo ist hin? Ja, die kriegt man immer so blöd. McNugget! Bitte! Wo bist du, McNugget? Hä, wo ist es hin? Noch ein Vogelnest. Oh, ey, wieso tut denn mein Ohr jetzt so weh? Mal waschen? Nee, von den Kopfhörern. Yes! Oh, one shot. Da ging's dem Hühnchen an die Federn. Ja, hast du ihn gekriegt? Oh, ja, 12 Fleisch. Habe ich bekommen. Federn und Knochen. Ja gut, Knochen können wir gebrauchen für Kleber. Kleber brauchen wir für Klebeband, für Reparaturkits. Aber dieser Hunger. Ist doch. Ja, ich habe jetzt erstmal das rohe Ei gegessen, was ich gefunden habe. Warum hast du dir nichts zu essen mitgenommen? Habe ich. Aber ist halt, wir haben halt generell nicht mehr so viel. Ich hau mir mal noch ein Steak rein. Das Steak macht auch nur 8 Hunger aus, ne? Ist halt irgendwie nicht so geil. Wo bist du eigentlich? Hier auf dem Berg. Hier, kannst du wieder gucken, ne? Hier ist, glaube ich... Wo bist du? Ja, hier unten auf dem Weg. Hier war gerade, konnte ich gerade durchsuchen. In dieser Garage hier. Ach, du bist am Haus? Ja. Ist das nicht Kohle? Jo. Ja, wenn du Big Bags siehst, ne, immer mitnehmen. Mit der Schaufel. Hab ich keine. Hab ich mir gedacht. Nicht mit, auf jeden Fall nicht mit. Sind da Zombies? Ja, aber ich weiß noch nicht genau wo. Drinne. Da. Na, warst du Badenpuppe? Naja, die achtet auf ihre Körperhygiene. Oh nee, die schreit so geil. Bitchfight! $5 auf die schwarz. Gekleidete. $5 auf die im bunten. Ja. Ich hab $5 gewonnen.
Hier ist Zement. Habe ich den letzten Mal nicht mitgenommen oder ist der neu? Glaube ich neu, weil ich konnte die eine Kiste auch eben aufmachen. Du hast sowas von recht. Du allwissende Jasmin. Die Getränkeding sind leider leer. Ja, was hier leider auch nicht ist, ist, ich habe hier noch einen 6er Helm, wenn du willst. Sind die blauen Big Bags. Oh, hab ich mich erschrocken. Was ist mit ihm? Ich kann nicht mehr zurückgehen. Ich hänge fest. Oh, eine Taschenlampe. Ich schulde dir noch eine. Ja. Hier ist auch irgendwo einer. Kann irgendwie nicht zuhauen. Aha. Ey, Krabbler. Oh, das sind mir zu viele. Ich schaff das nicht. Wie bist du denn da reingekommen? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Ah doch, hier. Oh. F-U-C-K, ey. Gell? Au. Wo bist du denn drinnen? Nein, auf dem Bootsteg. Wo bist du denn? Warum kommt hier gerade so komische Musik? Du bist in der Bar. Ach so. Oh, da drinnen. Da bist du. Ja, da drinnen sind nämlich Zombies. Ich dachte, du bist woanders. Aber zu viele. Level up! Aber warum ist die Musik so komisch? Weiß ich nicht. Ist nicht mehr. Bestimmt, weil da eben so viele waren. Hm. Dann können wir nochmal reingucken, bevor wir weitergehen, wa? Nee, ich war gerade drinne. Ja, und hast du alles mitgenommen? Nein, weil ich gerade angegriffen wurde. So, was haben wir denn hier? Leere Eisenschreibtisch. Die Getränkedinger sind alle leer. Da warst du dran? Hier ist auf jeden Fall nichts Neues. Oh. So. Leere Tasche. Hier warst du überall. Ja, dann können wir weiter Richtung Brandgebiet, wenn du willst. Hier ist nichts Cooles mehr. Ah, jetzt habe ich wieder die Dings nicht mitgenommen, den Schraubenschlüssel. Hep. Ach, Super Mario World. Wo bist du denn jetzt hin? Ich gehe gerade Richtung Brandgebiet. Ja, warte doch mal auf mich. Wolltest du jetzt eigentlich noch eine Taschenlampe haben? Ich habe eine hier. Nee, ich habe meine. Ach so, hast du gefunden? Natürlich lag die da. Oh, du Schwein, du hast mich umsonst suchen lassen. Was bist du für ein Mensch? Ich hab dir recht, ey. Das geschieht mir gar nicht recht. Das ist ja sowas von frech. Frech ist, wenn man sich die einstecken will. Wo bist du denn? Ich schmoll hinterm Baum. Ich habe meinen Frust zum Ausdruck gebracht. Aha. Ich bin mir nicht sicher, ob wir gut aufgestellt sind für diese Reise. Warum? Wir wollen bis zum Brandgebiet. Ich habe jetzt nur noch zwei Kartoffeln und zwei Wasser. Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir können ja sonst erstmal wegbringen und nochmal los. Ja, das Problem ist halt, dass ich extrem schnell Energie verliere. Sind aber aufdringlich, Madam. Ich hab einen Freund. Lass dich doch einmal töten. Ja, und dann laufe ich den ganzen Weg hier wieder her? Nein. Hey, wieso? No way. Nicht du mit mir, junge Dame. Du kannst dich an deinem Bett
Das heißt, du bist ja nicht genau direkt in deinem Bett. Ja, aber ich muss doch trotzdem den ganzen Weg hierher laufen. Ich weiß ja nicht, wo er dich rauslässt. Oder wo er dich hinlegt. Ja. Ja, ob du jetzt so stirbst oder so, weil ja, dein Rucksack muss ja so oder so dann holen. Ja, vielleicht überlebe ich aber. Was baust du da ab? Ein Baum. Ein Böhm. Ein Böhm. Du hast ein Böhm abgebaut. Wo bist du? Kann ich das eigentlich auch? Nahrung 2, das ist ja gar nichts. Oh oh. Kampf der Titanen. Das kommt davon, wenn man besoffen von der Kneipe nach Hause geht. Darf ich mal? Entschuldigung. Will mich nicht einmischen. Das ist euer Ding. Dankeschön. Ja. Ja. Müll. Jasmin? Jasmin? Patrick, was ist denn los? Hier hat einer seinen Müll entsorgt. Ja, das ist ja wie in echt, war. Auf der Straße. Kann man das nicht in den Wald bringen, wie normale Menschen? Nein, sag mal. Hier lang zum Brandgehege. Hä, müssen wir nicht über die Brücke? Nö, müssen wir nicht. Aber von mir aus... Dann hätte ich ja doch so schräg rübergehen können, du Trottel. Hä, nee, hättest du nicht, dann wärst du ja nach rechts gegangen. Nee. Ja, sicher. Mal. Ach, komm. Wo bin ich ja gestern da rangegangen? Hä, ich bin doch gestern den Weg gegangen. Du kannst doch gar nicht gehen. Er lässt hier erstmal den Müll liegen. Hab ich halt 2 Kleber gekriegt. Wieso bist du hingefallen? Hast du jetzt Angst? Absolutes Schweigen. Er lässt erstmal den Müll. Hast du jetzt Angst? Wieso? Ich habe niemals Angst. Ah, okay. Aber du tust mir doch nichts, oder? Da hinten ist einer. Du tust mir aber nichts, ne? Geh mal vor. Hähnchen! Hä? Oh, ich hab verdammt! Hähnchen. Jetzt kommen aber die Zombies. Wo kommt das Hähnchen? Das ist schon weg. Wo ist es hin? Da! Weg. Oh, der ist aber mega schnell. Chicken Gonzales! Ich hab nicht. Die Hähnchen sind alle schnell. Ja. Oh. Chicken Gonzales. Das schnellste Hähnchen in Mexiko. Du siehst doch den blauen Pfeil. Auch nicht, ne? Ich jag das Hähnchen, nee, der Jasmin. Der ist grün. Der ist übrigens grün. Achso, du bist bei mir blau. Ich hab das Hähnchen verfolgt. Jetzt rennt das in die andere Richtung. Ich krieg ein too much. Aber ich sehe dich nicht. Aber du bist voll gut getarnt, ey. Ja, das ist nach rechts abgehauen hier. Aber jetzt sehe ich es auch nicht mehr. Das habe ich ja verkackt. Der Frustschlagen hier. Verdammte Natur. Du bist schuld. Das halte ich von deinen Fasern.
Na, wo kommst du denn her? Aus dem Büsch. Warum haben wir nicht hier unsere Basis aufgebaut? Das ist ein Schießplatz, Jasmin. War ganz geschmeidig, ey. Das, ja, aber das ist... Oh Gott, fall hier nicht runter. Jasmin, fall da nicht runter. Geh den gleichen Weg wie ich. Bein gebrochen. Ja, warum haben wir denn hier nicht? Ja, wir haben hier ist schon voll gut. 1000 Schutzfall hier, 3 hoch. Ja. Toll. Wir haben hätten Wasser um die Ecke. Aber jetzt bis hier hinten umziehen und alles hierher schleppen. Na, wie willst du denn die Kisten und so alles rüberkriegen? Ja, hier neue Kisten bauen und hier drüben leer machen, hertragen. Ja, genau. Kannst du mit deinem Fahrrad machen. Krass. Hätten wir mal besser geguckt. Ja, mit Brunnen. Oh, wie schön. Oh, hier. Wir können den Brunnen runter. Ja, wir machen erstmal die Big Bags. Nimm alles mit, Jasmin. Nimm alles mit. Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Da. Der schläft hier in der Ecke. Er will dich. Lass die Frau in Ruhe. Hier ist noch eine versiegelte Versandkiste. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir separat voneinander Sachen sammeln, ne? Wegen der Plätze im Inventar. Obwohl, wir können ja später zusammenschmeißen. Ja, ich habe gerade angefangen mit den Säcken gerade. Ich hatte schon lange Zement in der Tasche. Hier, ich habe hier später was für dich. Zum Aufwerten. Ein Klauenhammer. Ich höre dich überhaupt nicht. Echt nicht? Hier, ich hab. Willst du das mit? Willst du das schon haben? Warte, nee. warte. Hier, komm her. Was willst du denn? Ich hab Nein gesagt. Da, den Hammer. Der ist zum Aufwerten. Ja, dann brauchst du nur 2 Schläge statt 3. Hier hätten wir. Hier hätten wir das echt machen. Ja. Hier ist alles, ey. Zombies. Hallo, Gnädigste. Krieg immer einen Schlag ab, ey. Ja, ich hab jetzt auch einen abgekriegt. Da kommt gleich noch ein Zombie. Wo ist denn noch einer? Wo denn? Oh, ich kann dir auch bald ein Fahrrad bauen. Weiß ich nicht, wo der ist. Hinter meinem Schuppen. Aber hier wäre echt cool gewesen, ne? Wenn wir noch ein Lenkrad kriegen oder haben sollten, kann ich dir ein Fahrrad bauen. Es fehlt nur das Lenkrad. Hier ist ein Sarg. Ja, nimm mit. Wie denn? Tote Maispflanze. Bücherstapel. Hier hat jemand seinen Bücherstapel entsorgt. Oh mein, ich will jetzt hier wohnen. Hier ist doch Kacke. Das ist voll geil. Alles voll mit Zombies. Au! Trotzdem geil. Na, so grundsätzlich. Kacke! Ich bin voll. Ich hab ein Problem. Ich komme. Ich bin im Wasser. Hä? Ich sterbe gleich. Bist du nicht hier drinnen? Ich bin im Haus eingebrochen. Ja. Ich hab keine Ausdauer. Ich bin tot. Nein! Ich seh dich nicht. Ich bin in so ein Loch gefallen. Der Boden hat nachgegeben.
da unten. Oder was? Ja. Scheiße. Oh, shit. Ich verpiss mich. Du bist doch tot, hast du gesagt. Und ja, aber ich... Noch ein Zombie. Oh, vom Brandgehege. Ich finde doch den Ort sonst nicht wieder. Ja, ich muss hier trotzdem erstmal weg. Ein bisschen an der Seite oder so. Hier kommen immer mehr. Okay, ich komme jetzt zu dir. Hä, bist du rausgekommen? Hä? Ich bin tot. Ich komme mit dem Fahrrad. Aber ich kann dir, wenn wir meine Sachen retten, ein Fahrrad bauen. Glaube ich. Ja. Du, ich suche jetzt erstmal noch ein bisschen Müll. Ah, ich bin 11 überladen, ey. Ja. Ich muss erstmal los hier. Ich bin voll langsam. Ich bin voll muskulös. Scheiße. Und wir sind gerade beim Brandding hier angekommen. Absolute Maschine. Ich sehe aus, als wenn ich gerade vom Baden komme. Ich muss hier weg. So, ich komme jetzt mit meinem Radl. Mein Loot holen. Ey, da bin ich erstmal in diese Batman-Höhle eingestürzt, du. Ich kann kaum laufen. Naja, ich bin ja auf dem Weg. Das bringt mir ja auch nichts. Ja, du musst mir da nochmal reinhelfen. Wo muss ich dir reinhelfen? Oder bist du am Sterben? Hungern. Ich gehe hier, aber ich gehe. Nein, ich gehe langsam Richtung hinten. Also zurück. Ja. Ich muss das wegbringen. Ich bin 11 überladen. Ich kann nicht mehr laufen. Na, wir hätten ja teilen können. Das, was ich habe, kann ich doch von dir noch mitnehmen. Dann bist du nicht mehr überladen und wir haben wieder mehr Platz. Aber ich bin gleich da. Oh, da ist ja noch einer. Hörst du mich schon? Ja, ja. Du hast keine Klamotten an, ne? Ich hab Schlüpper. Und, was sagst du? Wie sehe ich aus? Na toll. Alter, hier sind so viele Zombies. Ja, ich muss laufen. Jetzt meine Sachen holen. Achso, willst du mir ein bisschen was geben? Ja. Hier die Kieselsteine. Pflastersteine. Nee, bevor du gleich wieder drauf gehst, warte erstmal. Hol erstmal deine Sachen. Hey, gib doch her, dann kannst du doch mitkommen. Ich hab doch sowieso Kieselsteine. Pflastersteine. Was soll ich denn da jetzt noch drin? Ach, Jasmin. Ich hab doch gerade alles durchgesucht noch. Ach, Jasmin. Die Höhle ist noch voll und wir hätten unser Inventar teilen können, damit keiner von uns überladen ist. Aber ist okay, Jasmin. Hol doch erstmal deine Sachen. Gab es hier nicht noch einen anderen Weg rein? In aha, diese Höhle? Da geht's nämlich schon los. Welche Höhle? Ah ja, hier. Denn? So. Ihr habt mir gerade hier das Leben schwer gemacht. Oh, schon vermöbelt. Wie viele Minuten bist du denn schon? 23. Durchsuche Waffentasche unberührt. Selbstgebaute Schrotflinte und grober Schrot. Ich denke mal, damit können wir Munition machen. Medikamente und Holztruhe. Brauche ich gar nicht kaputt machen. Sperrjägerband 4, das kriegst du. Ich habe das schon gelesen. War es jetzt deine Sachen? Ja. Ja, dann komm mal kurz her. Warte. Wo bist du denn? Ich bin in dieser Höhle. Gehst du gerade? Ja. Ich bin den Brunnen runtergegangen. Durch den Brunnen kannst du... Die Idee. Ich bin hinter dir. Hier ist auch eine Tür. Hätten wir mal das hier genommen. Kann ich dir jetzt mal ein paar Sachen geben? So. Ja, schmeiß mal raus.
Ich weiß nicht, ob wir noch ein Lenkrad haben. Wie viel kannst du denn nehmen? Das geht nicht darum, wie viel. Nein, du gibst mir die ganze Zeit unkoordiniert Sachen. Knochen, okay, Knochen habe ich. Hast du Zement? Warum willst du jetzt sowas haben? Ich gebe dir jetzt einfach was und dann ist doch gut. Nein, es bringt mir doch nichts. Jetzt bin ich überladen. Du gibst mir nicht Sachen, ich. Genau, nur Sachen, die ich auch habe. Pflasterstein kann ich nehmen. Hab ich nicht. Hast du nicht. Hast du Federn? Nein. Hast du Eier oder Holz? Die Eier brauche ich zum Essen. Hier hast du Federn. Okay. Hast du Steine? Nöp. Hast du Holz? Ja, aber nicht. Warte, hier. Okay. Okay. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Du wirst doch jetzt Lehrer. Nee. Doch. Jetzt habe ich dir so viel Holz gegeben. Ja. Ja, und? So, du hast ja jetzt... immer noch. Ja, ja, du hast ganz unten... Hast du das, siehst du ganz schlecht, da ist so ein Mini-Kick mit einer Kiste auf dem Rücken. In diesen Feldern, die sind ja, so ein bisschen dunkler, ne? Überladen. Genau, und die 5 schiebst du jetzt wieder nach oben, in freie Felder. Oder hast du noch keine freien Felder? Ich hab die ganze Zeit freie Felder, ich bin trotzdem überladen. Was soll ich denn jetzt hier hochschieben? Nein, du hast doch so eine grauen Felder, ne? Und dann hast du da, wo du überladen bist, das sind so eine... Da kannst du durchgucken quasi, die sind so transparenter. Ja. Hast du Was unten... Was soll ich jetzt machen? Die musst du freimachen. Hast du unten in deinem Gürtel noch einen Slot frei? Ja, 3. Dann pack Sachen in deinen Gürtel. Aus diesen transparenten Feldern. Ich 2 überladen noch. 2 noch. Und oberhalb kannst du nichts hochschieben, ja? 2. Warte mal. Jetzt habe ich das verstanden. Ah, siehst du. So. 2 überladen noch. Bist du verwundet? Nee, warte mal. 1 überladen. Nee, 2. Ah? Bist du verwundet? Nee. Okay. Sonst. Nein. Ich habe okay gesagt, du olle Zigge. Du olle Hier, das kannst du mal nehmen und lesen, dann ist das direkt weg. Und das auch. Ups. Oh. Oh. Was soll ich jetzt hier mit dem Aloe Vera? Achso. So, ich kann ja mal hier. Nee, brauche ich ja noch gar nicht. Naja, ich halt 2 überladen, aber ich bin schon mal schneller wieder. Gib die beiden her. Ich habe jetzt wieder 2 Platz. Ich habe ein bisschen was auf meinen Gepäckträger gepackt. Haben wir jetzt alles nachgeguckt hier? Ich denke ja. Ah, okay. Was denn? Wegen. Ich habe was gelesen. Hier in der Ecke ist noch Müll. Hier war noch ein leerer Sack. Ja, ich hatte auch noch gerade. Ich bin wieder einen überladen. Ja, was ein bisschen schade ist, dass hier nicht noch mehr Pflanzen sind zum Essen. So, wollen wir jetzt erstmal da hingehen? Oh, hier ist noch Essen im Haus. Oh, nein, ich falle schon wieder ins Wasser. Ach, come on.
Nicht dein Ernst. Ja, ey. Ich muss wieder hochkommen. Was bist du denn? Unten? Ja. So. Haben die aber cool gemacht, ne? Mit diese Geheimgänge? Ja. Ja. Wären wir mal hier hingegangen. Ich versuch das nochmal. Ich will da nicht viel machen müssen. Jo. Nicht auf diese leichten Bretter treten. Das sind Fallen. Ja, ich gehe da nicht rein. Ach so, na gut. Ich möchte nicht sterben, so wie du die ganze Zeit. Ich sterbe nicht. Ich fall ja ins Wasser. Oh, hier ist noch ein blauer Big Bag. Das hat sich so gelohnt, hier hochzugehen. Ich wäre so gern hier in diesem Haus. Ich wäre so gerne Millionär. Voll geschützt hier alles. Ja. Mal nur noch eine Tür hier einbauen müssen, fertig. Cool. Hast du jetzt alles? Gleich. Ich habe noch 4 Dietriche und eine Dose. Und ich packe jetzt nochmal eine Kiste aus. Hm. 4 Fleisch, trübes Wasser und Gammelfleisch. Na egal. Immerhin, ne? Ja, ich kann noch die Mikrowelle durchsuchen, da war nochmal Gammelfleisch drin, aber sonst ist hier halt... Also ich bin froh, dass wir das Haus nicht genommen haben, der ganze Boden stürzt ein. Na und? Na und. Was haben wir jetzt? Ich habe einen Spiegel kaputtgeschlagen und den hätte ich noch looten können. Das habe ich zu spät gesehen. Okay. Jetzt muss ich kurz was essen. Ja, jetzt wollten wir zum Brandgehege und genau wo wir davor sind, sind wir überladen. Ich nicht mehr. Du nicht mehr? Nö. Ich hab gegessen, getrunken. Okay. Hier sind bestimmt noch... Mann, hau doch mal. Hier ist ein Vogelnest. Jetzt bin ich einen überladen wieder. Na, dolle Wolle. Dolle Wolle. Oh, das ist so gruselig hier. Ich finde das so gruselig, ehrlich. So, Stein kann ich noch mitnehmen. Der macht nichts aus. Steine habe ich eh im Inventar. Oh, es wird immer dunkler, umso mehr du hier reingehst. Ja, hier vorne ist noch echt sonnig, ne? Ein Hase. Ach, pass auf. Die blöden Hasen, die kriegt man ja eh nicht. Ich geh noch ins Wasser, unlogischerweise. Kommst du? Ja. Es ist düster. Oh, da kommt schon der erste Zombie. Da ist der Zombie. Der geht baden. Ein Jumper, immer. Der geht sich von seiner Verbrennung abkühlen. Wo ist mein Knüppel? Ich hab meine Axt. Oh. Er guckt mich nur an, ey. Kaffeeböen. Ich bin nass und du so? Ja, ich auch. Bist du auch nass?
Bist du ein bisschen feucht? Nass. Vom Regen? Ich auch. Aber es ist echt gruselig hier. Ja, ich werde heute Nacht bestimmt nicht schlafen können. So, wo bist du denn lang? Kommst du? Ja, ja. Hier sind Neste, Nester. Rechts ist noch Müll, ich radel da mal kurz hin. Da war Knochen drin. Ich erlöse dich, mein Freund. Au! Er hat mich geschlagen, undankbare Sau. Boah, das ist echt mega gruselig hier. Das haben die echt gut hingekriegt. Ja. Gefällt mir auch sehr gut, was die hier gemacht haben. Von den Maps. Boah. Ja. Oh Gott, was denn? Meine Maus hat gedruckt. Ich hab mich erschrocken. Vor was? Gewitter. Ich hab kein Gewitter. Hä? Natürlich. Jetzt hab ich Gewitter. Die ganze Zeit schon. Nein, ich hatte die ganze Zeit kein Gewitter. Genau. Also ich bin schon wieder 6 überladen. Ja, meinetwegen können wir auch zurück, ne? Ja, bitte. Das wird immer gruseliger hier für mich. Machst du dir ins Höschen? Ja, so dezent, ey. Ist aber ein guter Zeitpunkt. Durch den Regen fällt das nicht sonderbar auf. Guck mich an. Habe ich in die Hose gepuschert? Wer weiß. Wo gehst du hin? Weg. So, ich dachte, du wolltest zurück. Ja, will ich ja auch. Ach so. Gehe ich jetzt zurück? Muss ich hier nicht runter? Nee. Bumm. Auch voll mies, du fährst mit dem Fahrrad, ey. Ja, ja. Wie sich das gehört. Was hat die Frau mit stehen? Ich mit dem Fahrrad und die Frau zu Fuß. Ah. Hier gibt es klare Rollenverteilung, Jasmin. Es ist Apokalypse. Hm. Ja. Boah, ey, ey. So, ich habe den Stein hier nochmal. Oh, warte, hier ist noch einer. Den nehme ich auch noch mit. Jasmin? Ich nehme den Stein auch noch mit, ne? Hm. Ja, die Bäume bringen auch Kohle, ne? Ja, genau. Kohle und Holz. So. Gewitter! Wo ist Gewitter? So. Gewitter! Ich bin nur hier weg, ey. Ach, die Sonne scheint herrlich.
Ist das nicht ein wunderschöner Tag, Ingeborg? Ja. Trotzdem gehe ich jetzt wieder at home, ey. Die Sonne scheint. Vorsicht! Vorsicht, Radfahrer! Hast du jetzt echt vor? Nee. Hier ist nur ein Stein, den will ich noch schnell abbauen. Ja. Sechs Eier habe ich gefunden. Ah, gefunden. Ist denn schon Ostern? Hier schon. Hier schon? Oh. Das ist ja skurril. So. Ingeborg, ich komme. Ja, ich gehe schon mal vor, weil... Du lahmarschig bist und ewig brauchst. Hm? Was? Ich brauche nicht so lange. Hier ist nur ein Vogelnest. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Bestimmt hatten wir das schon. Ich fahr mal zum Stein. Da ist auch noch Müll. So. Ein Fahrrad ist im Weg. Sieben Eier. Sieben Stück schon. Sieben Eier. Ja. Ja. Oh, wir sind bei 41, Ingeborg. Ja, nochmal. Treffer. Ja, schaffen wir noch eine. Ja, eine noch, aber dann müssen wir im Bett. Okay. Du bist die Frau im Haus. Du entscheidest, wann du mit mir schlafen willst. Was? So, das war wieder eine weitere Folge 7 Days to Die. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Oh, hier. Touristen! Wuhu! Ja, aber... Wo ist... Kann man das eigentlich sehen? Hä, wo ist der da, denn? Da! Man kann das sehen, aber ich sehe es halt nicht. Ich hab den nicht mal gesehen. Ja, ich sehe auch nichts. Man kann es sehen, ich sehe es halt nicht. Ah, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Bis dahin, wir würden uns freuen. Macht's gut. Ciao. Juhu.